Ja, hallo und herzlich willkommen zum Endspurt im Fachbereich Wirtschaft 10. Klasse. Ich zeige euch mal so einen kleinen Überblick, was dieses Jahr auf euch zukommt. Keine Angst, es ist eigentlich nur eine Vertiefung von bereits Gelernten. Das heißt, wir haben eigentlich nur im Bereich Buchführung neue Themen, das heißt, hier haben wir den Wareneinkauf, Verkauf, Umsatzsteuer. Alle anderen Themen werden eigentlich nur vertieft, kommen zur Anwendung und es ist eigentlich nichts Neues. Hier geht's los mit der Schülerfirma. Ich versuche das Ganze vor Weihnachten unterzubringen. Ich zeige euch mal, wie das zeitlich gedacht ist. Und zwar hier diese grauen Säulen, das stellen die Ferien dar. Und hier soll dann dieser Bereich Schülerfirma ablaufen. Und dann entsprechend zum Weihnachtsmarkt soll entsprechend etwas verkauft werden. Und deshalb hier in diesem Bereich zwischen Herbstferien und Weihnachtsferien dieser rosa Balken, der sich auf die Schülerfirma bezieht. Ihr seht schon das Prinzip. Alle anderen Themen sind auch mit solchen Balken gekennzeichnet. Hier sind die einzelnen Datumsangaben, also die einzelnen Veranstaltungen, sofern sie nicht ausfallen. Und hier haben wir dann praktisch den zeitlichen Ort, wo das entsprechende Thema dann zum Tragen kommt, also zusammenhängende Geschäftsvorgänge. Damit beginnt das Ganze, dann Vorhaben planen, organisieren. Das findet dann nach Weihnachten statt und solche Themen wie Tastschreiben, das hat dann eigentlich durchgehend immer einen Bezug. Die Stoffverteilung selber, schauen wir uns die nochmal an. Also hier Schülerfirma, das ist also vor Weihnachten. Dann haben wir hier zusammenhängende Geschäftsvorgänge, Vorhaben planen und organisieren. Dann haben wir noch weitere Themen, Dokumentation über Aktionen, Ereignisse und Personen. Je nachdem, was wir uns da entsprechend heraussuchen. Also wir machen jetzt nicht hier alle Themen, aber das ist so ein Bereich, wo wir uns ein Themengebiet raussuchen können und was wir dann entsprechend umsetzen. Dann Werbeaktion ist wichtig vor unserer Schülerfirmenaktion, Weihnachtsaktion, damit wir entsprechend dann mit Werbung auf uns aufmerksam machen können. Ja, und dann haben wir das 10-Finger-Tastschreiben. Wer sich hier noch nicht angemeldet hat, ich habe hier einen Bereich Schreibtrainer online. Hier können wir uns entsprechend anmelden und dann nochmal entsprechend Tastschreiben intensivieren. Falls ihr ganz neu vom Gymnasium gekommen seid oder von der Realschule oder von einer anderen Schulart, habt noch kein Tastschreiben gehabt, dann wäre hier noch einmal die Möglichkeit, sich hier mit dem Tastschreiben auseinanderzusetzen. Ziel ist einfach, das Tastenfeld blind bedienen zu können, also ohne auf die Tasten schauen zu müssen und dann entsprechende Schreibgeschwindigkeit erreichen zu können. Okay. Dann Internet, Informationstechnologie, E-Learning. Dafür habe ich einen extra YouTube-Kanal eingerichtet. Hier bei Mr. Computerraum. Hier habe ich sämtliche Inhalte, so gut es ging, vom Bildschirm abgefilmt. Auch solche Inhalte wie Buchführung, Korrespondenz. Das sind hier ebenfalls Videos vorhanden. Hier kann man sich nochmal mit dem Thema auseinandersetzen. Falls man krank war, kann man sich das nochmal anschauen und dann im Selbststudium sich aneignen. Dann geht es hier weiter. Die Formularfunktion, die müssten wir eigentlich schon aus der 9. Klasse kennen. Dann, wie gesagt, Buchführung, was jetzt hier neu ist. Wareneinkauf, Verkauf, Umsatzsteuer. Buchen nach Belegen, das müsste eigentlich auch schon in der 9. Klasse behandelt worden sein. Und dann haben wir hier noch einen berufsorientierten Inhalt und zwar Berufe und Bildungsgänge nach dem MSA. Schauen wir mal, wann das dran kommt. Genau, das schauen wir uns dann nach den Osterferien an. Ja, ich habe hier unten, da steht Probenplan, habe ich immer aufgeschrieben, was dann die einzelne Probe sein wird, wobei das nicht immer eine Probe sein muss.
Wenn man sich hier zum Beispiel anschaut, Vorhaben, Plan, Organisieren, da steht hier Messebesuch, Betriebsfest, Geschäftsreise, Urlaubsreise. Das bedeutet, hier gibt es also keine Probe, die dann 20 Minuten dauert, sondern hier wird mal ein Thema uns herausgreifen, zum Beispiel Messebesuch. Das Thema wird dann, schauen wir mal, wann das hier stattfindet. Aha, nach Weihnachten, dafür ist es bis zu den Faschingsferien Zeit eingeplant und in diesem Bereich arbeitet ihr praktisch diesen Bereich aus und zum Schluss wird das Ganze in einem Portfolio, in einer Projektmappe zusammengefasst und das ist dann die entsprechende Note. Darum steht ja auch nur Organisation eines Vorhabens. Diesen Plan, den bekommt ihr auch. Und so seid ihr dann immer im Bilde, was genau aktuell ansteht. Falls ich mal nicht da sein sollte, falls ich auf irgendeiner Fortbildung bin, krank bin, was auch immer, dann könnt ihr hier auch selbstständig weiterarbeiten an eurem Thema. Bitte bringt auch immer einen USB-Stick mit, wo ihr eure Inhalte abspeichert, dass ihr immer alles beieinander habt. Zum Thema USB-Stick hier auch nochmal, falls noch nicht geschehen, besorgt euch einen schnellen USB-Stick, ladet diese digitale Schultasche drauf. Das ist ein Programmpaket mit ziemlich vielen Programmen drauf. Deshalb ist auch wichtig, dass das so ein schneller Stick ist, der also eine hohe Schreib- und Lesegeschwindigkeit hat, damit diese Programme entsprechend schnell ausgeführt werden können. Und ihr seht selber schon, was hier alles dabei ist. Ein ZIP-Programm, Audacity kennt ihr schon vielleicht, den Firefox, LibreOffice, also ein komplett kostenloses Büro-Programmpaket und Sunbird ist noch ganz wichtig dieses Jahr, Termine planen und dann habt ihr alles schön zusammen auf einem USB-Stick. Okay, dann freue ich mich auf den Endspurt. Prüfung ist nach den Pfingstferien. Das Ganze wird auch eine Projektprüfung wie in der 9. Klasse sein. Allerdings diesmal wird der Jahresfortgang mitverrechnet. In der 9. Klasse war das ja als externe, wo ihr dran teilgenommen habt. Und dieses Jahr wird dann praktisch mit der Projektprüfung nach den Pfingstferien alles abgeschlossen sein. Okay, dann guten Start und ein erfolgreiches Jahr.